Bei Mobitest, hier ist Markus. Nein, heute mal kein Testvideo, es geht heute um etwas anderes. Ich teste gerade das Atono Orca 001, bin damit sehr zufrieden, das was ihr gerade hört, wird über das Mikrofon aufgenommen, bin damit wirklich für den Preis sehr zufrieden. Alles was ihr hier seht ist Metall, der Standfuß ist Metall, es ist ich weiß gerade nicht was das hier ist, kann auch sein, dass es Metall ist. Ich habe es heute erst ausgepackt und habe versucht, mit der Bedienung klarzukommen. Und ich will euch jetzt kurz zeigen, wie die Bedienung funktioniert, denn die Bedienungsanleitung, die mitgeliefert wird, ist spartanisch bis spärlich. So, wir haben hier drei Knöpfe, insgesamt haben wir vier. Wir haben hier oben noch einen Touchbutton oder eine Sensorfläche, wenn man da drauf... Dann ist das Mikrofon aus, die bekannte Räuspertaste. So, finde ich super. Ich habe da übrigens im Podcast schon häufiger drüber gesprochen. Der nächste Podcast wird übrigens auch über das Mikrofon aufgenommen. Ich will euch kurz zeigen, wie das Gerät funktioniert. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3 Knöpfe. Mit dem oberen machen wir die Aufnahmeempfindlichkeit des Mikrofons, die stellen wir höher. Mit dem unteren senken wir sie ab und das ist eine Rauschunterdrückung. Und die LED zeigt euch an, in welchem Bereich ihr euch bewegt. Ich spreche jetzt komplett mit derselben Lautstärke, drücke dabei den Knopf und ihr werdet sehen, dass die Aufnahmelautstärke, die Tonlautstärke immer geringer wird, bis sie dann endgültig aus ist. Ich muss jetzt lauter sprechen. Und wenn ich in die alte Stimmlage zurückfalle und wieder hier drauf drücke, werdet ihr mitbekommen, dass dann tatsächlich die Aufnahme wieder lauter wird, ohne dass ich hier irgendetwas einstellen muss. Bis sie rot leuchtet, das kann man halt sehr gut über die Farben sehen. Ihr solltet euch eigentlich immer im grünen Bereich bewegen. Und wenn euch das zu leise ist, dann stellt ihr es einfach lauter oder leiser. Die Rauschunterdrückung, die will ich gleich noch einmal testen. Und zwar folgendermaßen. Ich habe hier mein Pixel und mal schauen, was das kann. Da lassen wir mal White Noise laufen. Das ist der Innenraum eines Flugzeugs, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich werde jetzt mal diese Rauschunterdrückung einschalten. Und gegebenenfalls sollte dann meine Stimme besser zu hören sein. Und dieses Flugzeuggeräusch eben nicht mehr. Dafür ist der untere Button da. Eine weitere Sache, die ich... Das nervt. Eine weitere Sache, die ich ziemlich gut finde, zeige ich euch jetzt direkt ebenfalls mit meinem Pixel, weil dieses Gerät ist Android Ready. Das bedeutet, nebenbei, wie ihr seht hier, ich habe hier den Aufnahmepegel, ich habe die automatische Pegelsteuerung aus, ich habe nur das Noise Gate an. Das heißt, der Aufnahmepegel wird jetzt ausschließlich vom Mikrofon gesteuert. Die Kurve ist mir ein bisschen gering, deshalb habe ich es jetzt nochmal um einen Punkt erhöht. Was ich noch sehr spannend finde, ist, wenn ich das jetzt abziehe. Und den Recorder einschalte, dann nehme ich jetzt direkt über das Smartphone auf. Was total geil ist, ich kann also wo immer ich bin podcasten und Dinge aufnehmen und das in anständiger Qualität. Auch hier funktioniert natürlich die Rauschunterdrückung, auch hier funktioniert natürlich die automatische Pegelsteuerung. Jetzt sollte es eigentlich deutlich leiser sein als gerade eben und wenn man das dann hochschaltet, dann wird die Aufnahme halt deutlich lauter. Alles in allem bin ich mit dem Gerät bisher tatsächlich total zufrieden. Wann das Testvideo hierzu erscheint, kann ich euch noch nicht sagen. Übrigens auch die Stecker hier, Metall, das Kabel, alles im grünen Bereich. Wir haben unten noch einen Anschluss für einen Monitorkopfhörer. Alles in allem bin ich wirklich zufrieden. Der Testbericht wird wohl Ende September auf mobitest.de erscheinen. Das Video gegebenenfalls ein bisschen früher, wenn ich dazu noch ein größeres Video machen sollte. Vielleicht auch nur ein Unboxing mit einem kurzen ersten Eindruck.
wann das rauskommt und alles Weitere. Wir haben noch einige tolle Sachen hier bei uns auf YouTube in den nächsten Wochen. Abonniert einfach mal den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten hört man sich jeden Sonntag in allen Podcast-Playern und liest sich auf Mobitest. Bis denn. Tschüss.